Jo Leute, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Death Pro. Und weil der D nicht mit mir spielen wollte, habe ich mir einen anderen D gesucht und zwar den Death 457. Hallo. Sehr schön. Diesmal verkackst du das Timing nicht. Was? Was? Ich hab schon überlegt, ob ich die Folge hinten dran hänge, wenn ich dich jetzt zu schnell abziehe als Bonusmaterial. Das hast du. So. Okay, also ich fange. Oh, ich fange an. Ich habe echt was gezogen. Ja, und ich habe schon wieder die Einstellung da blöd. So. Und ja, mal schauen. Eins und zwei. Oh. Machen wir das. Eins, zwei. Ach, nur Dreck gezogen. Hätte ich die Kamera genommen. Und Endphase. Das ist ärgerlich. Was das wohl ist? Na. Ach, das ekelhafte Deck. Ja, okay. Aber freu dich, deine Lieblingskarte ist wieder da. Mein Liebling, habe ich überhaupt nicht vermisst. Aber soll ich dir was sagen? Na? Schön, dass du Stolpern weggeschossen hast, aber ich hab's nochmal. Okay. Wollte ich nur so angemerkt haben. Aktivieren wir die. Und dann aktivieren wir das Cellphone. 3, 1, 2, 3. Perfekt. Den stellen wir erst in Angriff. Und dann dreht er sich in Verteidigung. Ja, ist nur Stolpern. Kein Problem. Und dann aktivieren wir dich. Moment. Echt? Ich habe nichts getroffen? Ich habe nicht drauf Nee, geachtet. anscheinend nicht. Und in Def. Und beschwören. Und in Def. Und dann in Face. Ein Face. Okay. Eins. Dich. Warten. In Attack. Aktivieren. Ha! Wunderbar. Wunderbar. Genau das getroffen, was ich brauche. Aber ich wusste ja zum Glück, wo es liegt. Einmal aktivieren. Oh, eine 6. Wunderbärchen. Witzig. Okay, in Attack. Der kann auch schon mal in Attack gehen. Und. Hä? Und aktivieren wir den. Jetzt die Frage, schießen wir den oder den? Wir schießen den. Und was treffe ich? Kanonengräber. Ah, okay. Bringt aber nichts, solange ich nicht alle Truten habe. Ja, ich weiß. So, jetzt bin ich ja gespannt. Was liegt da?
Ja. Kein Problem. Schwör mal einen Angriff. Wird sowieso von Stolpern in Verteidigung gedreht. Ja, ich finde Stolpern cool. So, Ouch-Zeit. Hast du nix? Geht so interessant, dass ich die Karte nicht aktivieren darf. Was? Ich hab eine Karte, die ich aktivieren dürfte. Die aktiviert er aber nicht. Nee, die darfst du nicht aktivieren. Dann, du hast doch was. Dann targetet die eins meiner Monster, nehme ich mal an. Hab ich da recht? Ja. Ja, das darfst du nicht. Du okay. darfst keines meiner Monster targeten. Das mögen die nicht. Okay. Dann kann ich die eigentlich schon auch aufgeben. So. In Dev. In Dev. Und Battle Phase. Ah, ich hab vergessen, dass. Ja, okay. Angriff! Und? Liegt was? Ja, Mirror Force. Danke. Ich hatte darauf gehofft, dass du saß. Ja, ich hätte es in der vorigen Runde gebrauchen können. Ja, da wäre die auch ganz praktisch gewesen. Einmal nehmen wir dich raus. Nee, der kann was verbannen, was zu holen. Ja, logisch kann ich das. Oh, sagt sich. Ist geil, ne? Nee. Also jetzt muss ich einmal kurz gucken. Ich habe da so einige Optionen. Na, aber nichts, was interessant ist. Nichts, was großartig jetzt interessant ist. 1, 2, 3, 4. Ja, nee. Nee. Wir lassen das mal so. Wir lassen das mal so. Und dann gucken wir mal. Ach, stimmt ja, du darfst jetzt auch noch das Ultra. Selbst wenn du jetzt was beschwörst, ist immer noch stolpern. Weißt du, was auch das Beste ist? Was? Ich habe Monster Stufe 6 gezogen, ich kann aufgeben. Ach, du hast den Chief gezogen. Den ja. habe ich nicht gezogen. Hast du ein Ende von. Ne, Ende von. Doch, Ende von Anubis braucht nur eins. Ach, keine Ahnung, was du gezogen hast. Gehen wir mal in Attack. Aktivieren wir mal. Warum zeigt der Würfel jetzt 1? Deshalb. 1, 2, 3, 4. Ja, toll, und ich krieg nur das Brett, ey. Geht in Angriff, geht in Verteidigung. Geht in Angriff. Geht in Angriff. Und ja, gut, dann würde ich einmal sagen. Shit. Fehler gemacht. Na? Ich habe einen Fehler gemacht. Einen ganz, ganz blöden Fehler. Du hast ein anderes Angriffsmodus gesetzt, was mir. Ja, aber du targetest. Ja. So, ja, genau, du konntest nur sowas haben. Und Sakko spielt heutzutage kein Schwein mehr. Man spielt halt kein Mensch mehr. So, was nehmen wir denn rein? Was brauchen wir weniger? Was nehmen wir rein? Was wir weniger brauchen, weil ja das halt weniger spielen wird, ist das hier. Raus. Mit dir. Dich weiß ich gar nicht. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Dafür würde ich aber ungern eigentlich. Willst du sowieso nicht drin haben? Okay, Tal der Toten ist jetzt gerade nicht gekommen, deswegen, ich hoffe einfach mal auf eine ähnliche Runde und pack nur eine Sache gegen Tal der Toten rein. Sonst muss ich gleich
anders boarden, aber ich warte mal so. Wenn ich Tal der Toten nicht ziehe oder die Karten nicht ziehe, um sie zu bekommen, dann ist es unwichtig. Ah, interessant, was ich gezogen habe direkt. Tal der Toten. Du weißt, dass wir nach alten Regeln spielen, ne? Jo. Ich wollte es nur gesagt haben. Okay. Ich wüsste nicht, dass die einen Beatstick haben, der so hoch kommt. Ach komm, scheiß drauf. Weg. Nee. Ich nehme den. Okay. Ich habe leider keinen Stolpern gezogen, deswegen alles ein bisschen blöd. Das Schöne ist, das habe ich hier nochmal auf der Hand. Mhm. Ja, bis jetzt hat er sowieso noch keinen Counter drauf gelegen. Von daher nicht ganz so tragisch. Aber weißt du. Nein! Ich möchte nichts anketten. Aber weißt du, was du kannst? Kann ich auch. Schön. So, wir beschauen die Kamera Feierabend. Und Battleface! Hätt's ja wohl gerne. Nein! Ich kann auf gar keinen Fall in die Battleface. So. Es sind halt noch keine Counter drauf. Ach, sehr schön, danke. Ist in Ordnung. Schicke ich dich weg, zerstöre ich dich. Okay, interessant. Das überrascht mich ein wenig. Ah, es stimmt, okay, der Effekt sieht vorher. Ah. Ja, und Kamera zieht jetzt auch nicht. Ich hätte ihn doch setzen sollen. Scheiße. Ja, ich habe nicht aufgepasst. Den Zug hättest du so nicht durchziehen dürfen eigentlich. Da hab ich einen Fehler gemacht, weil den hatte ich schon letzte Runde auf der Hand. Da habe ich einen Fehler gemacht, Feierabend. Ja, das Einzige, was ich machen kann. Du hast die Karte, dass du die ganze Zeit anketten durftest. Hä? Das ist also die Karte, die du die ganze Zeit anketten durftest. Ja, natürlich. Battleface. Angreifen. Du willst ja in Monster Stufe 4 zurückholen. Das siehst du richtig.
Dev. Dann beende ich den Zug. Ich kann leider gerade nichts machen. Das Monster lasse ich dir nicht auf dem Feld. Das habe ich gemerkt. Okay, ich muss definitiv was gegen Tile Toten noch reinbauen. Da muss definitiv noch was rein. Ach, ärgerlich. Ja, die Runde gewinnst du, denke ich. Hast nichts, also kann ich auch angreifen. Gibt es irgendeine Karte, die mich jetzt gerade rettet? Schwarzloch. Eine Karte. Das. Ich könnte den treffen, dann kannst du das nicht machen, aber dann könntest du trotzdem das machen. Ich könnte den treffen. Nein. Es gibt keine Kombination. Also ich hatte jetzt noch eine Kamera und ein Cellphone auf der Hand. Und das Cellphone hätte ich jetzt zwar spielen können, aber dann wäre sowieso egal gewesen. Weil, blöd. Ich müsste Stolper. Wenn ich Stolper nicht ziehe, dann funktioniert das Deck relativ schlecht eigentlich nur. Dein Stuhl knarzt ungemein, das gibt's gar nicht. Ach. So, warte ich die noch rein oder nicht? Also gut, warte ich den rein oder nicht? Wir lassen's so. Ich fang mal an. Glück gehabt. War die letzte Karte, die ich gezogen habe. 1, 2 und die 3. Und dann nehmen wir, ich würde sagen, die Kamera ist am sinnvollsten. Dann setzen wir 1, 2, 3, 4 Karten verdeckt und beenden den Zug. Part of Duality. 1, 2, 3. Ja. 2 Eddies. Erstmal bist du noch dran. Okay. So, aktivieren wir die. Aktivieren wir den. 1, 2, 3 und da haben wir das Cellphone zum Glück. Weil das war nicht das, was ich eigentlich treffen wollte damit. So, überhaupt nicht. 1 und 2. Ah, Boomboxen gehen so gerade eben noch. So. Dann kann ich den nämlich in Dev drehen. Und wir machen das. Endphase!
Ja, ich weiß, was da liegt, also warum sollte ich jetzt da irgendwie angreifen? Kannst du eigentlich nur gegnerische Monster oder jedes Monster damit zurückgeben auf die Hand? Wähle ein Monster, das dein Gegner kontrolliert. Achso, okay. Schade. Ich dachte, damit könnte man beide Seiten zurückgeben. Nee, das würde von mir auch nicht gerade viel bringen. Ja, doch, du könntest den Spion wieder zurück auf die Hand geben. Stimmt auch wieder. Das wäre super eigentlich. Schon wahr. Ja. So. Aktivieren wir mal den. Eins, zwei. Na, nichts getroffen. Dann geht der in Def. Erstmal aktivieren wir den und gucken uns mal an, was da überhaupt liegt. Oh, ja, das ist gut. Das können wir sogar machen. Aktivieren. Nö. 2, 3, 4, 5, 6. Nehmen wir dich. Nehmen wir dich in Def. Hopp. Und dann. Nö. Die haben alle zu viel Def, als dass ich da irgendwas gegen machen könnte. Ich nehme mal an, da liegt ein Spion und einmal die Wache. Wache, richtig. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Aber dank deinem kleinen Monster bringt der Effekt nichts. Richtig. Aber dagegen habe ich was auf der Hand. Okay, dann spiel's. Weil die Gleich. Kette zieht auch nicht. Oh, perfekt. Stolpern. Stolpern! Vollkommen richtig. Stimmt, da kann auch noch dieser komische Sucher liegen. Ich weiß nicht, wie der heißt. Wenn er in den Friedhof kommt, kannst du dir den Grabwächter raussuchen. Den meine ich. Heißt Anwerber. Ach, okay. Ja, siehst du. Aktivieren. Nope. Gucken wir uns mal an, was ich so ziehe. Ich zieh super nach. Das wird's mir gleich voll bringen. Meine Karte bleibt. Nochmal mache ich das nicht mit. Verändert deine Kamera eigentlich nur auf einen von den Effekt? Hä? Oder deine Kamera, solange Ja. sie in Verteidigungsposition ist, sie verändert ja, dass ich deine Karte als Zielfeld-Effekte wählen kann. Richtig. Gilt das eigentlich nur für ein Ziel oder alle? Für alle. Also für alle morphtronischen Monster. Auf tronischen Monster gilt das. Ja, super. Okay. Da muss ich jetzt nochmal was Blödes machen.
Ja, aber du kannst ihn ja trotzdem nicht in der, in die Angriffsposition tappen. Ich weiß, ich will aber auch nur gerade was probieren. Okay. Ja, also sowas wie eine MF würde funktionieren. Oder eine BTH. Die funktionieren, aber sonst, nee, funktioniert nicht. Mirror Force of Unknown funktioniert. Ja, sag ich ja, MF. So. Funktionieren da. Schauen wir mal nach. Die oberste Karte weiß ich zwar, aber. Kannst du nochmal nachsehen? Vielleicht hat sich's ja geändert. So, aber mal gucken. So, greifen wir mal an. Mit dem Cellphone. Mirror Force! Nö. Okay. Und selbst wenn, würde ich doch nicht mehr auf meinen einen angreifenden Monster aktivieren. Ja gut, dann greife ich gleich mal mit zwei Cellphones an. Was hältst du denn davon? Würde ich schon besser finden. Ja. Willst du trotzdem keine MF spielen, wa? Nee. Na, hab ich mir fast gedacht. Ach komm, ich probier's mal. Vielleicht funktioniert's, vielleicht auch nicht. Das kommt jetzt. Ein Raigeki. Ja, das funktioniert im Übrigen. Sehr gut. Warum sollte das nicht funktionieren? Das ist doch nicht targeten. Ja, ich kann die ganze Zeit noch nicht überlegen. Ach, jetzt auch egal. So. Haha, der Anwärter, sag ich doch. Anwerber. Ach, keine Ahnung, ist alles wurscht. Alle das gleiche. Du bist. So. Als erstes will ich mal sagen, die Kamera hat eigentlich gute Dienste geleistet. Die brauchen wir nochmal. Nee, brauchst du nicht. Schade. BTH ist nicht zielend. Also von daher. Ja gut, wurscht. Kommt sowieso nicht über 2,7 Schaden. Also das kann ich locker nehmen. Ich meine, du kannst die beiden auch wegtributieren, um irgendwas zu beschwören, um den weißen Drachen mit eiskaltem Blick zu beschwören. In Grau, Pächter der Teufel. Ich schmeiß mal meine anderen zwei Grabwächter wieder auf die Hand. So. Eins, so. Und gehen mal wieder hin. So, drei Stiche in Angriff. Ende der Main Phase. Du greifst jetzt mit 1500 Punkten an. Lame. Denkst du echt, ich drehe alle meine Monster in den Angriffsmodus? Wenn du wüsstest, was hier liegt, hättest du das gemacht, ja. Ja, ist aber nicht, weil es nur mein Freund erwarte, tue ich es nicht. Okay. Also eine Karte kann ich dir jetzt zeigen. Ja, zeig mir deine Karte. Ja, toll, zerstöre die Karte. Die ist momentan nutzlos. Ah, okay. Ja, habe ich mir einfach mal so gedacht, könntest du ja mal machen. Die dritte Karte auch mystischer Raumtyphon ist. Wieso die dritte? Da liegen noch zwei. Und ich finde immer noch, die Kamera hat das eigentlich ganz gut gemacht. Hau mir mit dieser Karte. Ich liebe diese Karte. Die ist gut. Okay, sehr gut. Der Gegner zieht eine Karte. Ja, das weiß ich selbst, dass der Gegner eine Karte gezogen hat. Wirklich? Wow. Oh, okay. Stolpern weg ist Kacke.
stolpern wird es jetzt ein bisschen schwierig. Ja, aber mir geht auch deine andere, deine Feldzauberkarte auf die Nerven. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Na komm, mach eine Spezialbeschwörung. Nö, wie denn? Hm? Kannst du nicht normalerweise mit deiner Karte dazu stirbst? Nein, im Angriffsmodus. Ja, verstehe. In der Verteidigungsposition hast du doch den anderen Effekt. Aber da ich die Karte leider brauche, rennst du jetzt trotzdem in die MF. Ja, logisch. Ich hätte jetzt eine Karte, die ich unbedingt gerne nachziehen möchte. Na komm, du bist. Natürlich ziehe ich sie nicht. Ärgerlich. Moment. Macht das mehr Sinn? Und schon fertig haben wir mit überlegen. Dich raus. Angriffsposition. Aktivieren. Eins. Ach, scheiße, als nächstes wäre sie gekommen. Aber ist egal. Nehmen wir es so auf die Hand. Aber weißt du, was das Schöne ist? Na, da stolpert man auf der Hand. Vollkommen richtig. Wahrsager werden. Vollkommen richtig. Und ich habe noch die Boombox auf der Hand. So. Wir machen mal Ende. Jetzt bin ich gespannt, was du jetzt machst. Top Deck! Und? Was Vernünftiges gezogen? Nee. Ja, ist in Ordnung. Der Zug war schon klar, dass du den machst. Ja. Oh, du wirst den Angriff annullieren, das weiß ich jetzt schon. Ja, klar. Warum hast du das dann gemacht? Du hast meine Monster gestärkt und dich in die Situation jetzt begeben? Warum? Ich hab grad keine andere Möglichkeiten mehr. Ich zieh Scheiße an. Naja, ich merk's. Der Großteil meiner besten Karten liegt gerade auf dem Friedhof. Diesmal ist es nicht mal meine Schuld, dass du deine besten Karten verloren hast. Mhm. Ja, meine. Ja, aktivieren wir. Obwohl, Tal der Toten habe ich dir zu verdanken. Ja. Oh, kann ich ja nichts für. So, nehmen wir mal Morphtronic Radio. Mischen wir wieder rein. Die Karte gefällt mir echt gut. Solomon Warning? Im Ernst? Ja. Wie lange liegt denn die da? Achso, ja, nee, die hast du gerade gelegt gehabt. Die habe ich auch gerade jetzt gezogen. Ja, ich wollte gerade sagen, warum hast du denn da nichts geblockt? Es aber. Ich habe das hier schon lange aktiviert. Ja, deswegen, es war gerade blöd. War gerade Blödsinn von mir gedacht. Ach, stimmt, ja, du kannst dir deinen komischen Typen suchen. Ach, wie nett. Bitteschön. Ja, der ist der Einzige, der im Moment angreifen kann im nächsten Zug.
Und da kommt jetzt. Ich nehme den. Okay. Und dann greifen wir noch, ich würde sagen, den da an. Hopp. Die Wache? Das ist die. Ja, die Wache. Ha, perfekt. Sehr schön, getroffen. Ich weiß, was jetzt passiert. Na? Ich kenne das Grabwächter, denke ich, kenne die Effekte von den Viechern halt. Du schmeißt den Kommandanten ab, holst das Tal der Toten. Und hast wahrscheinlich gehofft, dass du den komischen Typen, der irgendwas kaputt schießen kann, gezogen hast. Ich weiß nicht, wie der heißt. Also, mit Namen bin ich nicht so. Was ist das denn? Schamane. Okay. Was kann die? Ich hätte erstmal 200 Death für jedes Grabwächtermonster in meinem Friedhof. Das sehe ich, außer Grabwächtermonster. Wenn Tal der Toten gleich aktiv ist, funktionieren bei dir keine Spielfeldzauberkarten mehr. Okay. Außerdem können auch gleich meine Spielfeldzauberkarte nicht durch eins deiner Karten vernichtet werden. Okay. Von mir aus. Das heißt, du hast recht, du spielst Tal der Toten. So, und theoretisch. Funktioniert das? Weil Tal der Toten noch nicht liegt. Nee. Okay, dann ist es falsch. Das müsste eigentlich funktionieren so. Blöd. Das ist echt blöd. Naja, gut. Passiert aber nicht viel. Weil normalerweise müsste Tal der Toten erst fertig liegen, aber ist egal. Ist nicht tragisch. Machen wir es anders. Beschwören wir ihn. Nope. Aktivieren ihn. Nein, möchte ich nichts anketten. Ein Attack. Hopp. Aktivieren ihn. Hopp. 2, 3. Nehme ich ihn oder nehme ich ihn? Da kannst du noch angreifen, da nicht. Ach, nehmen wir ihn. Up. Er geht in Defense. Und damit das. Und ein Face. Up. Ja, gut. Ist eigentlich nicht so ganz tragisch. Ja, ist klar. Perfekt. Ach, Glück gehabt. So. Zwei. Fünf müsste ich irgendwie hinkriegen. Irgendwo ein Fünfer? Warum spiele ich keinen Fünfer? Das ist ein bisschen blöd. Na egal, kann man nichts machen. Dann würde ich sagen, in Face.
Richtig. Einfach abwarten erstmal. Ja, momentan können wir eh nicht mehr machen. Ja, ich warte nur auf eine Karte, also von daher ist das nicht so tragisch. Und hast du was dagegen? Scheint nicht der Fall zu sein. Und einmal in the Def. Und einmal battlen. Angriff! Angriff! Und dann gucken wir mal, was wir ziehen. Okay. Ich weiß schon, was ich ziehen werde. Toll. Gucken wir noch mal, was sich jetzt so getan hat. Dann das. Dann hätte ich gerne noch. Eigentlich ist der Rest wurscht. Und dann. Nee, hast du gar nicht im Deck. Erledigt! So, dann würde ich jetzt mal sagen, Final Turn, wa? Mhm. Jetzt bin ich ja gespannt. Na toll, natürlich ziehe ich das jetzt. Was denn? Mirror Force! So. Den in Attack drehen. Und dann muss ich jetzt mal kurz gucken. Mirror Force? Gut erkannt. Das ist nicht tragisch. Habe ich mir gedacht, dass es nicht tragisch ist. Ja. Ich habe mein Brett wieder. Ich habe meine Map wieder. Ich habe alle deine drei Täler kaputt. Du kannst. Im Moment nur meinen Magneten angreifen, der ist im Kampf unzerstörbar und meine Monster können nicht getargetet werden. Also, was soll mir großartig passieren? Es sind nicht all meine Gräber kaputt. Doch, drei Stück müssten kaputt sein. Ein hast du mir durch mystische Raumtechnik kaputt gemacht und einen hast du mir durch deine Feldzauberkarte wieder vernichtet. Okay, na gut. Der andere ist noch in meinem Deck. Ja, aber wenn du sie ziehst, dann, ja. Gut, ob sie dir so viel bringt, ist die andere Sache. Gut, und dann würde ich einmal sagen, habe nämlich jetzt genau das. Gewonnen. Easy. Easy von wegen. Easy. Jawohl. Es wird doch jetzt eigentlich ziemlich entspannt zum Ende hin. Na gut, Leute, auch wenn es eine längere Runde war, ich glaube, das letzte Match war relativ lang. Das war das längste. Ja, war es auch. Hoffe, es hat trotzdem irgendwer bis zum Ende geguckt und es hat euch Spaß gemacht. Würde mich über ein Like freuen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Yu-Gi-Oh! Haut rein, bis dann und ciao, ciao. Du darfst auch nochmal Tschüss sagen. Tschüss.